Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich eben heute mit Ihnen einige Gedanken austauschen darf, eben zu diesem Thema deutschsprachiger Fachunterricht. Die Frau Weitz hat jetzt eh schon einiges gesagt. Ich unterrichte eben zurzeit, bin sozusagen als Täterin wieder zurück an den Tatort zurückgekehrt, unterrichte wieder an der jetzt BAFEP eben, ja, also Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik. Das heißt, im Moment liegt mein Schwerpunkt an und für sich wieder dort, wo ich herkomme, in der Kindergartenpädagogik. Ich unterrichte eben dort eben Mathematik, Didaktik, Pädagogik, also in dem Praxisbereich sehr stark. Und eben auch Deutsch als Fremdsprache, beziehungsweise Zweitsprache. Das bedeutet jetzt bei uns natürlich nicht für unsere Schülerinnen, die sind ja eben eine Oberstufenschule, die einfach Kindergartenpädagogin werden, sondern natürlich das Staatsthema dort ist, wie kann ich das im Kindergarten umsetzen. Wir haben es leider nicht als eigenes Fach in der Regelausbildung, sondern nur im Kolleg. In der Regelausbildung läuft das in den Didaktikunterricht ein. Ich möchte mich aber, wie Sie am Vortragstitel eben schon gesehen haben, mit Ihnen heute eigentlich eben nicht über den Kindergartenbereich unterhalten, sondern eben über den Sekundarbereich, weil die Frau Weitz das auch sich gewünscht hat, das sagen. Und da ist mein Zugang sozusagen der, ich habe so 5 Jahre in Prag unterrichtet, eben in diesem Bereich DAF, DATS und DFU. Also 2 Jahre davon an der deutschen Schule, 3 Jahre am österreichischen Gymnasium, wo es ja eben genau dieser Bereich sozusagen auch der Kern ist. Ich möchte nur ganz kurz vielleicht eben auf diese 3 Abkürzungen eingehen, also Deutsch als Fremdsprache. Das sagt ja schon der Name sozusagen, würde jetzt eben bedeuten, man erlernt eine Sprache wirklich als Fremdsprache. Das heißt, nicht für den momentanen Gebrauch, ja, man erlernt das vielleicht für später, weil man es im Beruf braucht, weil sie vielleicht auf Urlaub fahren möchten in ein Land, wo diese Sprache gesprochen wird. Vielleicht aus purem Interesse. Vielleicht aus purem Zwang, weil sie das in der Schule müssen. Ja, also ein schulischer oder ein Kurskontext ist da meistens mit verankert. In der Literatur findet man auch oft die Definition dann als ein Deutschlerner ohne deutschsprachige Sozialisation, ja, für einen Fremdsprachenlerner. Im Gegensatz dazu steht jetzt dieser DATS-Begriff, der wirklich beinhaltet, dass da eben ein deutscher Kontext da ist, dass das irgendwie für den Alltag gebraucht wird. Das betrifft jetzt natürlich zum Beispiel Migranten, Migrantinnen, die zu uns kommen, die brauchen das ja direkt für ihr Überleben im Alltag. Das betraf aber eben auch in den Auslandsschulen unsere Schülerinnen, denn man muss sich das ein bisschen so vorstellen, selbst wenn das jetzt nicht in einem deutschsprachigen Land ist, bildet ja die Schule sozusagen so eine kleine deutsche Sprachinsel und auch da wird sozusagen, brauchen die das in ihrem Alltag, nicht nur im Deutschunterricht oder für den Deutschunterricht, sondern natürlich eben auch, um mit den Lehrern zu kommunizieren, um mit den Mitschülern eventuell zu kommunizieren. Und DFU, also dieser deutschsprachige Fachunterricht, ist eben der Fall, wenn jetzt Lernende, die nicht Erstsprache Deutsch haben, oder Deutsch nicht als Erstsprache haben, wenn die jetzt sozusagen einem normalen, also einem Nicht-Sprachfach, in dem Fall Biologie, Geografie, Geschichte, auf Deutsch beiwohnen sozusagen und das auf Deutsch hören. Sei es eben jetzt Migrantinnen und Migranten zum Beispiel bei uns oder andere Kinder bei uns oder eben in so einer Schule. Ja, dadurch, dass eine kleine deutschsprachige Insel oder bei uns eben der ganze eigentliche DATS-Kontext da ist, aber natürlich auch dadurch, wenn wirklich dieser Fachunterricht auf Deutsch stattfindet, das haben wir heute eh schon auch gehört, ja, passiert etwas, was man sich eigentlich sozusagen in der Fremdsprachendidaktik wünscht, ja, also dieses Sprachbad, ein möglichst großer Anteil an Input. Und da trägt natürlich der Fachunterricht dazu bei, denn selbst wenn Sie ganz viele Stunden Deutschunterricht oder DAF-Unterricht hätten, ist es einfach noch ein Mehr an Input, der dann über einen Fachunterricht auf Deutsch stattfinden kann. Ganz kurz so zur Überlegung, also der DAF-DATS-Bereich, also richtiger Sprachunterricht, hätte jetzt die Sprache wirklich als Kerninhalt. Und wenn wir jetzt als Fachlehrer auf Deutsch unterrichten und da sind Kinder drinnen oder Lernende drinnen, die
jetzt nicht erst Sprache Deutsch haben, dann steht ja an und für sich für mich als Lehrerin oder als Lehrer eigentlich diese Vermittlung von Fachinhalten im Vordergrund. Ja? Das heißt, die Ausrichtung ist hier ein bisschen ein anderer. Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied, das ist die Progression. Das muss man sich, denke ich, bewusst werden. Ja? Also der Sprachunterricht ist ja ganz klar nach sprachlichen Aspekten aufgebracht, also Progression, die Frage, wie, nach welcher Ordnung geht das voran im Unterricht, also wie ist das aufgebaut, was bestimmt die Reihenfolge. Während im Fachunterricht das nicht nach sprachlichen Aspekten passiert, sondern da eben der Lehrplan oder die Lehrstoffverteilung, das Buch mir irgendwie in einer Art die Reihenfolge vorgibt und eben nicht eine sprachliche, ein sprachliches langsames Fortschreiten. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung im DFU-Unterricht, denn in einem Sprachunterricht haben Sie eben ja, diese Progression. Das beginnt mit wenigen Wörtern, es kommen sozusagen nur in gewissen Mengen Wörter hinzu, genauso bei den grammatikalischen Phänomenen. Sie haben ausgewählt wird, also oft nach, eben, wir haben auch heute schon gehört, ja, nach Kriterien wie, was wird gebraucht, ja? Das heißt, was würde in Alltagskommunikationen zuerst benötigt werden, das wird zuerst gemacht, aber auch nach Schwierigkeit oder Lernbarkeit. Ja? Grammatikphänomene zum Beispiel, die leichter erlernbar sind, ja, werden zuerst in einem DAF-Unterricht gemacht und dann schreitet es langsam fort. Wenn Sie sich so ein DAF-Lehrwerk anschauen oder überhaupt ein Sprachlehrwerk, ist ganz egal vom Aufbau her, ist dann ein Kapitel sozusagen, widmet sich ganz intensiv einem Phänomen, das wird auch aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Anwendungen geübt und sozusagen zumindest wenn die Schüler halbwegs mitmachen und dabei bleiben, sind so kleine Erfolgsgarantien ein bisschen dabei. Also es ist ein kleines bisschen so ein geschützter Rahmen. Phänomene kommen erst vor, ja, wenn sie schon einmal dran waren sozusagen, ja, um das so ein bisschen im Schulkontext zu sagen. Ja. Das heißt, das bietet eben diesen geschützten Rahmen, wo die Lektionen schön schrittweise fortführen von einer Schwierigkeit in die nächste und das aber ganz dosiert sozusagen. Ja. Oder auch einfach die Anzahl der Worte, wenn Sie ein Schulbuch schreiben, ist das ganz klar vorgegeben, wie viele neue Worte dürfen pro Seite oder pro neuer Lektion hinzukommen. Und das alles haben Sie im DFU-Unterricht nicht. Ja, das kann man mal grundsätzlich vergessen. Ja, also wenn Sie ein normales Schulbuch hernehmen, ist da keine Progression nach der sprachlichen Schwierigkeit. Ja. Wenn Sie angenommen Geschichte unterrichten, ja, dann ist der Text über Ägypten, ja, sagen wir Ägypten, nicht leichter sprachlich als dann vielleicht der Text über die Griechen und die Römer, die dann darauf folgt. Ja. Also schon im kleinen Unterschied, dass man sagt, okay, gegen Oberstufe hin wird es natürlich die Texte allgemein schwieriger, das schon, aber Sie haben nicht diese ganz lineare Progression, das ist nicht da. Gleichzeitig haben Sie eine enorme Sprachbreite, ja, sowohl was die Fachsprache anbetrifft, als auch was sozusagen die allgemeine Sprachbreite hier gefragt ist drinnen. Sie haben eine ganz hohe Dichte häufig an Fachbegriffen gleich mal. Und eben auch seltene Sprachphänomene relativ gehäuft. Ja, das heißt, das kennzeichnet Fachtexte und Fachtexte bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur irgendein Fachartikel, sondern jeder Schulbuchtext ist ja, wie wir auch schon gehört haben, wirklich ein Fachtext und für die Schüler durchaus nicht leicht zu bewältigen. Ich habe jetzt nur exemplarisch ein paar so Schwierigkeiten ein bisschen herausgeholt. Ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel Passivkonstruktionen. Ja, eine Fachsprache oder in den meisten Fachsprachen, die strotzen nur so vor Passiv, ja, ganz klar, weil es ja eine Möglichkeit der Entpersonalisierung sozusagen ist. Ja, es ist ganz egal, wer da die Flamme reguliert, ja, sondern die lässt sich regulieren. Ja. Das heißt, wenn das nicht bedeutend ist, wer sozusagen das Subjekt ist, dann drückt das der Passiv gut aus. Und darum ist zum Beispiel das ein so häufiges Sprachphänomen in vielen der Fachsprachen. Bedeutet aber, ich brauche das in der Fachsprache sehr früh und das ist zum Beispiel ein grammatikalisches Phänomen, dass selbst wenn die Schüler wirklich einen wirklichen DAF-Unterricht parallel haben, ja, würde das erst relativ spät auftreten, also das ist frühestens B1, ja, und dann auch nur im Präsens,
weil man es einfach eben, die Kriterien haben wir gesagt, ja, Brauchbarkeit, das kann man im Alltag umgehen, das ist nicht unbedingt gleich am Anfang nötig, ja, und eben auch Schwierigkeit, das ist kein so leichtes Konstrukt, ja, das ist im schön lineal-progressiven Sprachunterricht, kommt das erst deutlich weiter hin. Das bedeutet aber eben natürlich jetzt für mich als DFU-Lehrer, dass das eher die Regel als die Ausnahme ist, dass ich dieses Phänomen schon brauche, weil es ständig in meinen Texten vorkommt und die Schüler das definitiv nicht können, ja, weil sie es einfach noch gar nicht kennen. Man könnte da beliebig fortsetzen, ich habe nur einige Schwierigkeiten heraussondiert, die ich eben in diesen Jahren der Arbeit in Prag, die wir so herauskristallisiert haben, wo liegen da die Schwierigkeiten. Also eben ein ähnliches Phänomen sind diese Mannsätze, die auch sehr unpersönlich machen, dann eben auch noch mit dem Konjunktiv verbunden. Ja, also gerade in so Arbeitsanweisungen, ja, man zeichne ein Dreieck, man messe den Luftdruck. Keine leichten und keine ganz alltäglichen Formulierungen. Dann neigt Fachsprache auch sehr zur Verdichtung. Ja? Durch verschiedenste Möglichkeiten. Eines wäre eben jetzt diese verkürzten Nebensatzkonstruktionen zum Beispiel. Ja? Das wird dichter gemacht. Wenn man normalerweise sagen würde, wenn ein Körper in eine Flüssigkeit eintaucht, ja, dann weiß der Sprachlerner eventuell schon, vielleicht hat er Wenn-Sätze schon gelernt. Das ist ein ganz, ganz klares Signalwort. Ja? Da weiß ich schon, was die Bedeutung von dem Satz ist. Jetzt kommt nämlich entweder eine zeitliche Folge oder eine kausale Folge. Und Wissenschaftssprache oder Fachsprache nimmt da zum Beispiel ganz gerne eine andere Form, nämlich diese verkürzten Nebensatzkonstruktionen zum Beispiel, taucht ein Körper in eine Flüssigkeit ein. Ja? Jetzt ist dieses Signalwort weg schon einmal. Ja? Allein das muss man sich einfach bewusst machen, was da für Schwierigkeiten drinstecken, die uns eventuell gar nicht auffallen. Ja? Wir haben heute schon gehört, also dieser sprachsensible Unterricht, also die Quintessenz ist eigentlich ein bisschen feinfühlig zu werden, hinzuhören, hinzuschauen, wo könnten Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, wo sie uns gar nicht bewusst sind, weil wir verstehen es ja, Gott sei Dank, was da geschrieben steht. Und wie gesagt, da könnte man einiges noch nennen, komplexe Attribute statt Attribut setzen, wäre eine Möglichkeit, wo das so verdichtet wird. Aber auf der anderen Seite, ja, es wird inhaltlich verdichtet und trotzdem neigt ja das Deutsche dazu und gerade eben die deutschen Fachartikel auch, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel im Vergleich zur englischen Literatur, die Sätze unglaublich lang zu machen, ja, da wirklich noch eine Nebensatzkonstruktion und noch einen Bindestrich hineinzufügen. Ja. Man hat ja manchmal ein bisschen so das Gefühl, wie gesagt, das ist auch so eine deutschsprachige Wissenschaftskultur ein bisschen, je komplizierter und je länger die Sätze, desto anerkannter wird das dann auch in der Fachwelt und man muss unbedingt einen Satz über eine Viertelseite Minimum fortsetzen, um da auch kompetent genug zu wirken. Ja? Ich sage, die englische Tradition hat das gar nicht so, aber bei uns ist das so, natürlich nicht ganz so schlimm in den Büchern sozusagen, aber trotzdem in den Schulbüchern auch dahin gehen und eben, wie schon auch erwähnt wurde, es ist ja auch unsere Aufgabe, die Schüler dann auch dahin zu führen. Sie sehen noch einige andere Problemzonen, ja, bedeutungsschwache Verben ist so etwas. Ja. Es lernt der Sprachlerner vielleicht finden und denkt an suchen und finden natürlich. Ja. Und dann ist ein Elektronenmikroskop finden, Verwendung, eine Konstruktion, die er vielleicht außerhalb dieses Kontexts gar nie hören würde. Ja. Also einfach schwierige, gehäuft sehr schwierige Phänomene. Ja. Oder Adjektive mit Endungen, die bedeutungstragend sind. Ja. Wenn etwas teilbar ist, muss ich wissen, dass das heißt, ich kann es teilen. Ja? Einfach so ganz, ganz viele kleine Schwierigkeiten, die da eingebaut sind, denen man sich vielleicht einfach bewusst werden kann. Ja? Und wie gesagt, weiterführbar wahrscheinlich bis ziemlich weit. Ja? Oder trennbare Verben. Ja? Wenn da das Ausbreiten, ja, das Aus irgendwo kilometerweit hinter erst kommt dann im Satz, wie weiß der Sprachlerner, dass das dort zu dem Verb dazugehört und eigentlich ein Verb ist. Zusammensetzungen, ja, das Deutsche liebt das ohnehin, die Fachsprache treibt es ganz gerne ein bisschen auf die Spitze. Und wenn Sie eben so einen Schulbuchtext anschauen, ja, ist einfach schon so ein kurzer Text, bung, 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 einfach vollgefüllt mit solchen Schwierigkeiten diversester Art. Und daraus ist vielleicht ein bisschen so auch dieser Titel verständlich, den ich eben gewählt habe, deutschsprachiger Fachunterricht oder eben die Kunst, das Werkzeug Sprache noch schon zu gebrauchen, während es noch geschmiedet wird. Weil das, denke ich, das charakterisiert ganz gut unsere Problemsituation. Ja? Wir brauchen diese Sprache, um den Inhalt schon zu vermitteln und eigentlich können die Schüler ganz, ganz, ganz viel von dem, was zum Beispiel eben in Texten vielleicht vorkommt, in den Büchern, die können sie einfach wirklich noch gar nicht können, ja? Weil sie es einfach noch nie gehört haben.
Das heißt, dieses Sprachbad, was sich ja eben, wie gesagt, die Fremdsprachen vielleicht unter Umständen manchmal wünschen, das ist ja nicht unser Problem, das ist, haben wir ja quasi frei Haus geliefert bekommen, das fühlt sich halt für die Betroffenen, für die Sprachlerner nicht immer wirklich wie so ein buntes, nettes Bällebad, wie es jetzt hier dargestellt ist, an, und das ist nicht immer so ein elegant angenehmes Hineinköpfeln, sondern manchmal halt doch vielleicht eher wie ein ins kalte Wasser geworfen werden, und ich denke, unsere Aufgabe ist da einfach wirklich hinzuschauen, dass es nicht zu einem Gefühl des Ertrinkens wird. Aber natürlich ist das jetzt nicht nur für die Lernenden eben eine schwierige Situation, sondern natürlich auch für uns. Wie gesagt, wir müssen schauen, wie können wir diese Fachinhalte, die ja meistens auch recht viel sind, es ist ja nicht so, dass man da gerade massenhaft Zeit hat, ja, Zeit ist das oft das Hauptproblem, wie kann man die sozusagen da gut unterbringen und irgendwie sozusagen diese Sprachbrücke da schon verwenden, während das noch drüber gebaut wird sozusagen. Ja, und ich denke, da liegen eben die größten Schwierigkeiten und die größten Herausforderungen für uns drinnen. Und da möchte ich eben sehr gerne am Nachmittag, falls eben jemand von Ihnen Interesse hat, Ihnen so ein paar kleine Werkzeuge zeigen, die, also wie gesagt, ich kann auch keine wirklich Rezepte geben, aber halt was bei mir einfach gut funktioniert hat, wie schon angesprochen, sehr häufig ist halt der Faktor auch Zeit, nämlich sowohl im Unterricht als auch Vorbereitungszeit, ja, weil da doch das Erstellen, wenn so wunderschöne Materialien, wie wir vorgestellt bekommen haben, wenn man die nimmt, ist das wunderbar, wenn das gerade vielleicht nicht passt, weil ich einen anderen Inhalt brauche, so etwas selbst zu erstellen, ja, das wissen Sie, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ja, das hat man vielleicht als einzelne Person, hat man einfach diese Ressourcen nicht. Das heißt, teilweise kann man durch Zurückgreifen, sich vernetzen, mit anderen Kollegen austauschen. Und ich möchte Ihnen am Nachmittag eben gerne so ein paar kleine Dinge zeigen, die bei mir gut funktioniert haben. Darum habe ich das genannt, die Mikrowelle, also so Kurzrezepte. Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand und möglichst vielfältig einsetzbar, mit möglichst wenig Mitteln sozusagen auch relativ schnell und trotzdem effektiv ein bisschen Spracharbeit einbauen, sodass mir das auch möglichst in der Unterrichtszeit, das ist immer so auch ja, diese zweite Hürde, ja, ich bilde auch immer die Lehrerinnen und Lehrer fort, die wieder ins Ausland gehen, an unsere Auslandsschulen, und ich stoße eigentlich fast nie auf Unwillen oder also fehlendes Interesse oder etwas, sondern auf einfach natürlich diese Angst, um Gottes Willen, wie kriege ich zusätzlich zu meinem Stoff, den ich eh schon ganz, ganz knapp irgendwie nur durchbringe, wenn überhaupt, wie kriege ich da dann noch Spracharbeit unter? Ja, und da habe ich ein paar Ideen, wie gesagt, ich hoffe, es ist vielleicht das ein oder andere für Sie dabei, mitgebracht, wo Sie einfach schauen können, was kann man ganz schnell noch implementieren, ohne zu viel Zeitverlust. Ja, also die Sprache als Werkzeug haben wir eben schon besprochen, dass man eben einfach schon benötigt. Ich habe jetzt für Sie eine kleine Übung, keine Angst, ich prüfe es nicht ab, aber ich möchte ganz kurz, dass Sie bitte probieren. Ich habe eben aus 5. Klassenbüchern, also erste Oberstufe sozusagen, weil das unser Fokus war, mal aus den 5. Klassenbüchern aus Chemie, Biologie, Mathematik, Geschichte, Physik, Informatik, je ein Fremdwort herausgeholt, und ich bitte es jetzt einfach für sich zu überlegen, könnten Sie das in der Sprache, die Sie in der Schule gelernt haben, ja, Englisch, Italienisch, Französisch, keine Ahnung, so ganz rasch, schnell mal übersetzen. Wie gesagt, 5. Klasse, möglichst immer am Anfang des Buches ausgewählt, gleich so zack, im Text drinnen. Darf ich Sie bitten, wer hat denn wirklich alle 6 übersetzen können? Ah, da bin ich jetzt ein bisschen beruhigt. Gut, ich war auch eine sehr brave, sehr fleißige, gute Schülerin in Englisch, hatte keine Probleme, ich hätte jetzt keines davon übersetzen können. Ich habe die auch so ausgesucht, bin ich ein bisschen beruhigt, dass jetzt nicht bei Ihnen auch alle Hände hochgegangen sind. Nur so ein bisschen, keine Angst, ich frage nicht weiter, dass Sie einfach einen Einblick bekommen, was ist da schon alles drinnen. Hier sehen Sie so ein bisschen eine Analyse, das habe ich von einer Kollegin übernommen, dankenswerterweise. Ich weiß leider nicht, wo sie es her hat, aber eine sehr interessante Analyse, denke ich, die auch so ein bisschen zeigt, dass sich die einzelnen Fächer da strukturell auch ganz stark unterscheiden. Wenn Sie hier sehen, kann ich da mit der Maus? Nein, aber Sie sehen, ja. Der Vergleich in manchen Fächern ist sehr viel Alltagssprache beinhaltet, in manchen Fächern sehr wenig. In dem Fall hat sich in der Studie gezeigt, oder in dieser Analyse, ich denke, es war von einer Textanalyse, also Schulbuchtextanalyse, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sozusagen ist das quasi teilweise wirklich genau konträr zur Formelhaftigkeit, was auch logisch ist. Ja.
Und da möchte ich ein bisschen dazu sagen, dass man da vielleicht auch kurz daran denken muss, dass das eben nicht bedeutet, wenn Sie hier sehen, zum Beispiel, dass Geschichte viel mehr Anteil an Allgemeinsprache hat als vergleichsweise Physik, ja, dass das aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein Geschichtstext leichter ist, leichter verständlich. Ja? Denn das muss man sich mal klar machen, dass das vielleicht für einen Erstsprachler sozusagen oder eine Erstsprachlerin ja, einen gewissen Vorteil bietet, weil sie dann schon einiges kennt oder er schon einiges kennt, wo man sich anhalten kann. Das muss aber für einen Zweitsprachlerner oder einen Fremdsprachlerner, ganz egal, überhaupt kein Vorteil sein, weil der vielleicht vieles davon gar nicht kennt, das also auch gar keine Hilfe ist. Also dieses in den im Kontext erschließen hilft ihm nichts, wenn er den ganzen Kontext auch nicht kennt. Ja? Und die Gefahr vielleicht da noch größer ist, dass wir als Lehrende, weil uns das so leicht vorkommt, ja, da vielleicht noch einen Tick schneller drüber gehen. Vielleicht müssten wir Mathematik, Physik, ja, würden wir vielleicht ohnehin einzelne Fachbegriffe viel eher erklären, weil sie ja ohnehin auch den anderen Schülern mit Erstsprache Deutsch auch neu sind, weil es eben wirklich Fachbegriffe sind. Das heißt, nicht immer ist viel Alltagssprache unbedingt leichter. Der untere Balken zeigt jetzt noch eine andere Analyse, die auch zeigt, wie viel Fachlexik drinnen ist. Das ist jetzt, sehen Sie an der Ordnung ein bisschen anders, nicht unbedingt genau konträr. Da, wo man einfach sehen würde, okay, also würde man das so als Vokabel überlegen, müsste ich vom Vokabellernen her am meisten an Fachlexik in Biologie vielleicht dazulernen. Ja, für mich als DFU-Lehrer eben bedeutet das einfach, dass ich eben wirklich mit den Sprachschwierigkeiten auf jeden Fall bewusst sein muss und wirklich so rangehen muss, dass ich zumindest die Ohren und Augen offen halten muss und ein bisschen fühlen, ja, was kommt da von den Schülern. Das ist jetzt für Sie wahrscheinlich deutlich schwieriger, als das zum Beispiel in meinem Kontext war, weil ich natürlich nur Tschechisch als Erstsprache hatte. Ja? Das heißt, ich habe mich zumindest sehr bemüht, das zu erlernen, also nicht mit wahnsinnig großem Erfolg, mit Einsatz sehr gut, Erfolg nur genügend, aber zumindest ich hatte wenigstens nur eine Sprache. Das heißt, ich konnte mich sehr gut auch orientieren, was sind so Fehler, die typisch sind, weil das, ja klar, das, im Tschechischen ist das ja so, dann ist klar, dass dieser Fehler zum Beispiel auftritt bei meinen Schülern. Das ist natürlich für Sie viel schwieriger, weil Sie ja ganz, ganz viele Erstsprachen haben unter Umständen, aber trotzdem so ein bisschen, ja, vielleicht der Appell oder der Ermunterung. Ich kann immer nur sagen, ich habe einfach gute Erfahrungen damit gemacht. Und sei es nur als Symbol und sei es nur als der Schritt des Entgegenkommens, ja, wenn man so versucht, ein, zwei, drei Wörter auch mitzulernen. Also, wie gesagt, ich hatte es ja leichter. Ich habe mit meinen Schülern dann wirklich immer so ein Duell gemacht. Ja. Erst wird Frau Jucko abgeprüft und dann kommt eventuell die Wiederholung für irgendwelche Pluspunkte oder so für die Schüler. Aber eben so dieses ein bisschen hineinlernen in die Sprache, ein bisschen hineinhorchen, was kann da sein, kann einfach auch einfach dieses Zeichen, ich komme dir auch einen Schritt entgegen, hilft meiner Erfahrung nach ganz gut. Ja, wenn all diese Schwierigkeiten da sind, ja, sozusagen warum dann DFU, ja, ist so ein bisschen die Frage, warum nimmt man nicht einfach sozusagen zuerst ganz, ganz, ganz viel Sprachunterricht und erst wenn das perfekt ist, dann könnte der Rest kommen. Also es spricht, also erstens ist es nicht möglich häufig, ja, aber mal ganz abgesehen davon würde ich gerne, gibt es viele, viele Gründe, wir haben auch einige schon gehört, drei möchte ich nochmal ein bisschen rausnehmen. Einmal so eben dieses Eintauchen ins Sprachbad, ja, also Sprache wird einfach durch noch mehr vielfältigen Input noch mal mehr, effektiver, schneller erworben, wenn es eben auch mit dem Sachlernen verknüpft ist, einfach dadurch, durch mehr und auch durch anders. Es ist einfach damit verbunden, eben auch wirklich ein erweiterter Wortschatz, das muss man sich sehr bewusst sein, ja, dass eben, also selbst wenn diese Schüler DAF-Unterricht hätten, würden sie eine Menge an Themen oder an Inhalten und damit an Vokabular und auch eben an sprachlichen Strukturen niemals kennenlernen. Also wie gesagt, ich war wirklich brav und gut in Englisch, aber ich bin mir sicher, ich kann wunderbar reden über die Rechte der Frauen und ich kann ihnen die Vorzüge der Isle of Wight als Urlaubsort anpreisen, vermutlich, also muss ich nochmal nachschauen, was da alles ist, aber vom Vokabular her, aber ich könnte ihnen sicherlich nicht die Teile meines Rads benennen, meines Fahrrads. Ich kann einem Mechaniker sicher nicht sagen, was an meinem Auto kaputt ist und schon gar nicht kann ich irgendeinen physikalischen Vorgang beschreiben. Ja? Schlicht und ergreifend deshalb, weil das ja gar nicht Inhalt eines Sprachunterrichts, eines typischen ist. Also nicht einmal auf ganz hohem Niveau kommen wirklich, also gerade in den Naturwissenschaften, ja, würde ich sagen, kommen ganz wenig schwer naturwissenschaftliche Themen vor, einfach weil es da auch nicht ja, Platz hat oder hingehört, ich weiß es nicht. Ja? Das heißt,
Es wird auch einfach ein Bereich an Wortschatz erworben, der sonst gar nie drinnen gewesen wäre. Und ein weiterer letzter Vorteilpunkt, wie gesagt, es gibt ganz viele, den ich aber noch herausgreifen möchte, weil mir vorkommt, dass nicht ganz so oft auch daran gedacht wird, dass wir auch einen großen Vorteil haben, ist dieser authentische Sprachanlass. Ja, also die Fremdsprachendidaktik, die hat das als ganz wichtiges Prinzip, dass sie eben versucht, Kommunikationssituationen herzustellen, die realistisch sind. Ja, und die kämpft da auch darum sozusagen, nicht negativ im Sinn von kämpfen, sondern da wird sehr viel sich überlegt, sehr geschickte Dinge, also Übungen sehr geschickt gestaltet, wenn Bücher geschrieben werden oder wenn Unterricht vorbereitet wird. Wie kann ich Sprachsituationen authentisch machen? Das heißt, wie kann ich es herstellen, dass das nicht die klassische Situation ist, Sie kennen das bestimmt aus Ihrer Schulzeit, ich übe einen Dialog im Restaurant. Ja? Ich bin nicht im Restaurant, aber ich tue so, als wäre ich dort. Und dann tue ich so, als würde ich mit dem Kellner sprechen, ja? Weil ich weiß, dass wenn ich dann einmal später irgendwann im Restaurant bin, ja, damit ich das dann kann. Und man weiß einfach aus hirnpsychologischer Forschung, das ist für unser Gehirn viel schwieriger, wenn diese Situation so wenig authentisch ist, ja, da zu lernen, das Gehirn tut sich einfach leichter, wenn das sinnhaft und notwendig ist, ja? Also wenn ich jetzt kommunizieren muss. Und da versucht eben die Fremdsprachendidaktik eben schon ganz viel zu machen, damit wirklich, also zum Beispiel, man macht das dadurch, dass wirklich einem fehlen Informationen und er muss sie wirklich erfragen. Diese Wechselspielbücher, falls Sie die vielleicht kennen, bieten da so Übungen dazu. Ja? Und dieses Problem haben wir definitiv nicht im DFU-Unterricht. Ja? Also wir haben automatisch, ja, denn bei uns ist die Sprache ja sozusagen nur das Werkzeug, um die Wissensinhalte zu vermitteln und zu begreifen und darüber zu sprechen. Ja. Das heißt, wir benötigen die Sprache und wir haben also automatisch einen ganz, ganz, ganz authentischen Sprachanlass, wenn wir darüber, über diese Inhalte sprechen und uns darüber austauschen. Das heißt, wir dürfen beim DFU-Unterricht nicht die Sprache vernachlässigen, wir brauchen sie, ganz wichtig. Ja? Also Fachlernen ohne Sprachlernen ist blind, wir kommen gar nicht voran. Ja? Das heißt, das bisschen Zeit, dass ich am Anfang vielleicht mehr investiere, auch in meinem Fachunterricht, in Spracharbeit, kriege ich, also meiner Erfahrung nach, wirklich tausendmal zurück, tausendfach zurück geschenkt, ja? Weil es dann irgendwann sich auch bezahlt macht. Und auf der anderen Seite aber können wir auch ganz stolz sagen, wir liefern sozusagen auch wirklich Inhalte für die Sprache, ja, an denen es sich wirklich auszahlt, auch darüber zu sprechen. Ja, vielleicht noch ganz kurz so ein, zwei ganz wichtige Dinge noch nach, auf was wir vielleicht achten könnten als DFU-Lehrer. Sprachen lernt man halt nur durch Sprechen, darum natürlich, das ist eh ganz klar, wurde auch schon erwähnt, ermutigen, anregen, bitte nicht frustrieren, bitte nicht mit Sarkasmus kommen, aber das ist Ihnen klar. Aber vielleicht noch so ein Aspekt, der mir auch einfach aufgefallen ist in der Zeit. Es ist zwar ganz wichtig, Inhalte und Sprache gleichzeitig zu fördern, aber es muss uns bewusst sein, dass wir das vielleicht versuchen, nicht gleichzeitig zu fordern. Ja? Also, dass man vielleicht klar trennt, was ist jetzt die Erwerbsphase. Ja, Sie kennen das vielleicht von sich selber, wenn Sie versuchen gerade, etwas ganz Schwieriges zu verstehen oder sich darüber jetzt vielleicht mit einem anderen Menschen auszutauschen, dann kommt man schon mal ins Stocken und es fehlen einem die Worte. Ja? Ganz klar, weil das Gehirn ja gerade Kapazitäten einfach in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Denken und Nachvollziehen, ja, benötigt und da bleibt einfach weniger Kapazität fürs Sprechen übrig. Ja? Das heißt, diese Sprachnot ist ganz natürlich und da wäre es jetzt durchaus kontraproduktiv, wenn ich während der Schüler gerade versucht, es zu begreifen und das vielleicht versucht zu sagen, weil er es fragt oder weil er es versucht zu formulieren, wenn ich da jetzt eingreife und die Sprache korrigiere. Ja? Das heißt, der Platz, natürlich, Korrekturen von Sprache sind natürlich wichtig, ja? Aber ich glaube, man kann immer ein bisschen hinfühlen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ja? Natürlich auch immer die Frage, wie. Ja? Da möchte ich kurz noch was dazu sagen, und dann sich sehen die Pause, glaube ich, oder den nächsten Vortrag. Aber eben so wirklich dieses Trennen, wann erarbeite ich was, ja, und wann mache ich wirklich daraus eine Sprachübung. Gerade eben, wenn da gewisse Strukturen, die ich sowieso brauche und so, okay, jetzt sagen wir es, jetzt haben wir es begriffen, jetzt sagen wir es dann aber mal schön, so wie es so quasi ein Wissenschaftler sagen würde und man geht auf eine Struktur genauer ein, dann kann man wieder auf die Sprachgenauigkeit achten. Ja. Oder eben auch vielleicht der Unterschied freie Sprachproduktion oder Reproduktion. Ja, wenn der Schüler jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Art Wiederholung oder sonst etwas, ja, nur etwas wiedergibt, ja, dann kann ich viel eher dann auch noch auf die sprachliche Richtigkeit versuchen, ihn zu lenken, vorsichtig, als wenn er gerade versucht, eben wirklich was frei zu erzählen.
Und wenn ich korrigiere, einfach noch so 2, 3 Ideen, die bei mir gut funktioniert haben, wirklich diese stummen Impulse, ganz, ganz wichtig, ja, zu nützen. Ja, also so Zeichen, zum Beispiel, was ich deutsche Sprache hat immer dieses MN-Problem, ja, bei einem großen, keine Ahnung was, ja, Vogel, keine Ahnung, ja, wo ich meine Schüler dann wussten, aha, M wie Mund, N wie Nase, ja, und ich brauchte nicht sagen, und sie, einem großen, ja, so Sachen, einfach für Fehler auch, die häufiger auftreten. Wenn Sie da auch Kontakt zu den Sprachlehrern aufnehmen, die haben ganz viel auch so Tricks, denke ich, auf Lager, und das ist für die Schüler auch sehr angenehm, wenn die Lehrer ungefähr gleiche Zeichen verwenden, ja, oder für, keine Ahnung was, Satzreihenfolge stimmt nicht, ja, oder trennbares Verb, Achtung, gehört nach hinten, ja, und ich kann ein kleines, stummes Signal geben und der Schüler kann sich selbst oder die Schülerin kann sich selbst ausbessern, ja, sie kann es von sich aus nochmal machen, und wenn sie die Kapazität nicht hat, kann sie es viel leichter ignorieren, als wenn ich ihr hineinspreche sozusagen. Und etwas, was eben auch sich noch sehr gut bei mir bewährt hat, sind Lernplakate. Also wenn Sie wirklich sprachliche Strukturen zum Beispiel haben, die immer wieder vorkommen, dass man sagt, okay, das kommt vielleicht auf ein Plakat, dann hängt es da, die Schüler können erstens nachschauen, wie ist so eine Struktur vielleicht aufgebaut, und oft hilft auch schon, also das Gehirn, unser Gehirn arbeitet ja auch sehr gut mit räumlichen Assoziationen, ja, Locke-Methode und so weiter zeigt das ja, also man sagt, okay, dann weiß er schon, ich brauche wieder nichts sagen, der weiß, war ein Konjunktivfehler, weil da drüben hängt der Konjunktiv sozusagen. Ja? Natürlich, wenn Sie Platz und Möglichkeiten haben. Bei Artikeln zum Beispiel haben wir das immer gemacht, wir hatten immer 4 Ecken im Raum, wirklich für der, die, das und ohne Artikel, beziehungsweise für Pluralwörter meistens. Hier sehen Sie es für Geografie, da haben wir die Länder geordnet. Im Deutschen macht das ja gleich ganz viel Unterschied. Ja? Ich komme aus Österreich, ich fahre nach Deutschland, aber ich fahre in die Schweiz und ich komme aus dem Irak. Also das ist ja gleich ganz bedeutend, was für Artikel das hat, nicht nur, um einfach den Artikel zu können. Und wenn das zum Beispiel so fixe Ecken immer hatte, dann erstens merkt man sich ganz gut, wo stammt jetzt Deutschland, ja, oder geht für andere Fachbereiche auch. Und ein bisschen macht es auch so präsent nochmal, wenn man sieht, da sind in einem Bereich, also pro Fachinhalt zum Beispiel haben wir das gemacht, ganz viele, wir haben zum Beispiel Instrumente, mussten meine Schüler lernen im Instrumentalunterricht, also Musik, und da haben wir festgestellt, es gibt nahezu keine männlichen Instrumente, fällt Ihnen eins ein? Genau, es war der einzige, der aller einzige, den wir in der Menge der Instrumente, die sie lernen mussten, es wird bestimmt noch irgendwelche geben, ja, Kontrabass war der einzige, den wir gefunden haben. Und dann weiß man schon, okay, das ist eines, und dann brauche ich mich nur noch zwischen den anderen sozusagen entscheiden, und so kleine Strategien helfen. Ja, wie gesagt, Zeit sind wir, glaube ich, gut am Ende. Ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere oder der eine oder andere heute am Nachmittag noch Lust hat, mit mir ein paar Dinge zu diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.